Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich habe heute ein sehr, sehr süßes Rezept für euch mit sehr, sehr viel Schokolade und zwar eine Schokoladentarte. Und wir fangen auch gleich an. Für den Teig braucht ihr 180 Gramm Butter, 7 Eier, 240 Gramm Zartbitterkuvertüre, 240 Gramm Zucker, 90 Gramm Mehl und eine Prise Salz. Für die Creme bzw. für den Belag braucht ihr 180 Gramm dunkle Kuvertüre, 60 Gramm Butter und 120 Milliliter Sahne. Für den Teig müssen wir jetzt als erstes die Kuvertüre hacken und über einem Wasserbad schmelzen. Vergesst dabei nicht, dass ihr immer wieder die Schokolade umrührt, damit sie euch nicht zu heiß wird. Dann beginnen wir damit, den Teig anzurühren. Dazu nehmen wir die Eier und schlagen sie gemeinsam mit dem Zucker auf. Wenn sich dann der ganze Zucker aufgelöst hat und das Ganze schön aufgeschlagen ist, geben wir die Butter und die Prise Salz dazu und schlagen es weiter auf. Wenn ihr dann so eine schöne, fast glatte Masse habt, ein paar Butterstücke werdet ihr nämlich noch finden, gebt ihr das Mehl dazu und rührt dieses vorsichtig unter, damit das Ei sein Volumen beibehält. Eure Kuvertüre sollte jetzt flüssig sein, aber auch nicht zu warm. Dann schüttet ihr sie einfach mit rein und rührt sie vorsichtig unter. Und wenn ihr sie dann schön untergerührt habt, könnt ihr das Ganze normalerweise noch mal ein bisschen aufschlagen, so dass ihr eine schöne gleichmäßige Masse bekommt. Ihr müsst die Schokolade natürlich nicht alles auf einmal reingeben. Ihr könnt die auch auf zwei, dreimal reingeben, wenn ihr euch nicht sicher seid, dass sich das Ei nicht gerinnt. Wenn ihr das Ganze dann soweit aufgeschlagen habt, stellt ihr es für einen Augenblick zur Seite und nehmt euch ein Blech oder eine Back- oder Tartform zur Hand und fettet und mehlt sie ein. Dazu muss ich sagen, wenn ihr jetzt das Ganze auf ein Backblech gebt, sollte es etwa ein Blech ergeben. Wenn ihr es dagegen jetzt in Tartformen füllt, in der Größe, die jetzt ich habe, braucht ihr zwei Tartformen. Jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Regel zu beachten, und zwar dürft ihr den Teig nicht höher wie 2 cm einfüllen. Den Ofen heizt ihr im Hintergrund auf 180 Grad Umluft vor und backt das Ganze etwa 15 Minuten. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Und ja, bei dem hier bin ich gerade mit der Hand drauf gekommen. Also seid sehr vorsichtig, denn die sind jetzt momentan noch sehr, sehr weich. Und die lässt man jetzt einfach ein bisschen auskühlen und dabei kümmern wir uns um die Creme. So, jetzt gebt ihr die Kuvertüre in eine Schüssel. Ihr könnt sie auch grob hacken. Das ist in dem Fall eigentlich egal. Dann gebt ihr die Sahne mit dazu und auch den Butter. Und jetzt lasst ihr das Ganze über einem eher niedrig temperierten Wasserbad flüssig werden. Und verrührt es dabei schön, dass es eine schöne gleichmäßige Masse gibt. Wenn das Ganze dann eine schön einheitliche Masse ist, ist es wichtig, dass ihr die Temperatur richtig haltet, weil das Ganze sonst gerinnt. Am besten nehmt ihr, wenn es sich anfängt zu verbinden, das Ganze vom Herd, von der Hitze weg. Dann verrührt ihr es einfach, bis es diese schöne Creme ergibt. Und dann lasst ihr es etwa 10 bis 15 Minuten auskühlen, bevor ihr es auf die Tarte gebt. Wenn die Creme dann mal richtig fest ist, so wie hier, rührt ihr sie noch mal kurz auf und dann verteilt ihr sie auf eurer Tarte.
und dann könnt ihr sie servieren. So, das war's zur Schokotat. Ich habe euch das Rezept jetzt auf meinem Blog rezeptdeck.blogspot.de aufgeschrieben. Link findet ihr natürlich unten in der Infobox. Und ich würde mich jetzt natürlich riesig freuen, wenn ihr mir mitteilt, wie euch dieses süße Rezept geschmeckt hat, wie euch die Schokotat schlussendlich auch gelungen ist und ob sie euch vielleicht zu süß war oder ob sie genau euren Geschmack getroffen hat. Schreibt es doch gerne einfach unten in die Kommentare oder auch Social Media technisch. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ansonsten habe ich eigentlich nur noch das, was ich letzte Woche gekocht habe. Und zwar die Semmelknödel hier oben verlinkt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!